Du bist das Warten wohl langsam leid. Also genug der Vorrede, hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Gut, die Krötenrüstung haben wir damit komplett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 220. Tja, beim letzten Mal haben wir hier im südlichen Irrschloss gegen ein Gamma-Konstrukt mal wieder gekämpft und dann habe ich hier die Knospe gesucht. Vergebens fast schon, weil es so dunkel war. Ja, aber jetzt haben wir ja Licht gemacht hier und jetzt können wir hier auch die restlichen Kisten looten und was es hier noch so alles gibt an Goodies. Das Hauptgoodie haben wir ja bekommen, ne, mit der Rüstung. Ah ja, die sollte ich vielleicht auch mal tragen. Ups. Ja, das wollte ich nicht. Hier haben wir dieses Nintendo, ja, das ist die Phantomrüstung, genau. Ne, die war es nicht, sondern die Unheilsreiter-Rüstung. Das Unheilsreiter-Set. Das haben wir beim letzten Mal freigeschaltet. Ja, und die haben wir jetzt vollständig. Und damit bekommen wir natürlich auch einen Set-Bonus. Na, den zeige ich euch auch nochmal, den Set-Bonus. Genau, das gehört dazu. Tarnung. Und Knochenwaffen sind effektiver, wenn wir die benutzen. Ja. Das ist der Set-Bonus. Also wir machen damit denn mehr Schaden mit Knochenwaffen. So, jetzt machen wir jetzt mal weiter. Oh Gott, ist das tief. Wo war denn hier der Eingang? Ich glaube, der war vorne, ne? Hier ist auch sonst kein Schatz oder so, ne, in der Nähe. Nö. Also der nächste Schatz ist sehr weit weg. Ja, die Markierungen sind eigentlich an der Oberfläche, also warum man die auch da unten sieht auf der Karte. Keine Ahnung, Leute, weil es ist ein bisschen irritierend. Ja, dann bin ich noch in den Abgrund und so weiter. Dabei sind ja die Knospen immer hier oben anscheinend. Also da muss man nicht sich weiter unten umsehen oder so in der Umgebung. Hier sind zwar auch Knospen irgendwo, na klar, aber die eine war sehr weit weg. Also insofern, ja, kann man davon ausgehen, dass das nicht zu dem Irrschloss gehört. Genau, eigentlich kann man da nichts falsch machen. So, apropos. Nee, da ist der Engel. Genau, jetzt können wir uns hier endlich umsehen. Und alles an Loot, was hier noch das Irrschloss für uns bereithält, einsammeln. Das kann sich echt lohnen. Apropos, ja, wo ist denn der Engel? Dann ist er doch auf der anderen Seite. Ja. Gut. Oder gab es hier gar keinen Eingang? Doch, hier ist er doch. Ne? Genau. Sehr schön. Na, mal sehen, was es hier noch so gibt. Also oben war erstmal nichts weiter. Da war eben nur diese Knospe zum Freischalten. So, endlich ist es hier hell, ey. Und wir können alles sehen. Ach, herrlich. Ich weiß ja nicht. Also ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Ich meine, klar, mehr Content ist immer gut, aber... Ich weiß nicht, Leute, ja, diese unterirdischen Umgebungen sagen mir nicht unbedingt zu. Aber irgendwie gehört es dazu, wie soll ich sagen. Ja, das, tja. Ist wie mit dem Mittelalter, ne? Die Pest gehörte halt dazu. War schrecklich, aber gehörte dazu. Wenn sie fast zur Ausrottung der Menschheit beigetragen hätte, ne? Zumindest in Europa, aber gut. Hätte sich dann wahrscheinlich auch noch weiter verbreiten können. Naja, obwohl, damals war ja noch nicht so mit Globalisierung und so, ne? Da gab es das noch nicht. Also zumindest nicht in dieser Form wie heute, logischerweise. Heute kann man ja innerhalb von ein paar Stunden überall auf der Welt sein, ne? Wenn man das möchte. Vorausgesetzt, naja, es wird nicht gestreikt. So, was haben wir denn da? Eine Delta-Krieger-Klinge, die ist aber relativ krass, muss ich sagen. Kann man die verbinden vielleicht mit irgendwas? Kann ich ja mal probieren, ne? Ausrüsten. Ich probiere das einfach mal. Kann sein, dass die schon mit irgendwas verbunden wurde. Ja, wurde sie schon. Aber was soll ich sagen, die Waffe ist halt deutlich krasser, ne? Also die können wir schon eher gebrauchen.
Ja. Also das hat sich hier schon mal gelohnt. Alles klar. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da wird ja genauso viel sein. Im einen Raum war jetzt nichts. Schon cool. Hier ist ein anderer Ausgang. Ne? Hä? Ah, egal. Keine Ahnung. Scheinbar gibt es hier mehrere Plätze, wo man Teile finden kann. Wo man Gleiter oder Fahrzeuge zusammenbauen kann. Denn hier waren wir offensichtlich noch nicht. Gut, das hätte man auch im Dunkeln hier erspähen können. Aber man konnte ja nicht mal sehen, wo man hinläuft. Ne? Also insofern, so dunkel war es hier. Und so viele Pfeile wollte ich jetzt auch nicht opfern. Respektive Leuchtsamen. So, na mal sehen. Dann wird da wieder eine Kiste sein, richtig? Und die können wir da auch looten hier. Jo, die haben wir schon Energiesphären dabei. Also zusätzliche Ladung für unsere Batterie. Auch sehr nützlich, also hat mir ein ums andere Mal sehr geholfen. Delta-Krieger Breitschwert. Oh Gott, 49 so. Hier gibt es die krassesten Waffen. Ah, gut, die Lanzen sind natürlich auch sehr effektiv, muss ich sagen. Das können wir wieder schwer trennen. Die machen hier mehr Schaden. Ja, zur Not muss ich die Schwächste rausschmeißen, ne? Aber es ist ein Breitschwert, das ist sehr langsam. Und da ist mir eine Lanze natürlich lieber. Ach, Leute. Na, jetzt haben wir wieder das Luxusproblem hier, ne? Ich bräuchte mal mehr Bögen, ne? Aber, war ich schon sehr krass. Dafür ist sie sehr stark. Na? Und ein Bumerang, der schlägt auch nicht so schnell zu. Oder hier, das können wir auch eigentlich rausschmeißen. Ja, ich werde es dann natürlich eine bessere Waffe noch ersetzen. Denn, ne? Die Lanzen, wie gesagt, die haben so eine schnelle Schlagabfolge. Das trügt dann immer so ein bisschen. Gut, jetzt die mit 4, klar, 4 Schaden ist jetzt nicht viel. Ne? Aber 18, das haut schon ordentlich rein. Oder 19. Ne? Also das sind schon sehr effektive Geschichten. Ja? Also das können wir schon gebrauchen. Ja. Ja, dann schmeißen wir das raus, den Bumerang mit dem Sanshin-Schwert da. Nee. Auf den Boden, ja. Wie gesagt, Nintendo-Steuerungsschema ist immer so eine Sache. Gerade wenn man zuvor ein anderes Spiel gespielt hat. Also ich zocke ja gerade hier die Remakes von... Remakes sind es ja nicht. Remaster. Von Tomb Raider durch. Also den ersten Teil einem voran natürlich. Ob ich den zweiten auch nochmal durchzocke, weiß ich nicht. Den ersten habe ich auch noch nie gespielt, nie durchgespielt. Immer mal ein bisschen angezockt. Also ich habe das Spiel natürlich auch für Steam und so, ne? In der alten Version logischerweise. Na, weil vorher gab es ja noch keinen. Gut, hier haben wir alles gemacht. Gab es ja noch keinen Remaster dazu. Ja, und irgendwie konnte man ja in dem zum Anfang vor dem Patch. Wobei ich nie gesehen habe, dass da irgendein Patch sich runtergeladen hätte auf GOG. Ne? Ich habe das Spiel über GOG. Habe ich es mir geholt. Ist hier nicht mehr? Ne? Doch, da ist dann auch noch hoch. Wollte ich sagen. Hier ist dann hinter mehrere Etagen. Da konnte man ja auf diese gefilterten Texturen umschalten. Ne? Zu Anfang. Wenn man da irgendwie ins Menü gegangen ist, also in den Fotomodus. Und dann konnte man von da aus F12 drücken. Ob es das auch, auf der Konsole ging, weiß ich nicht. Aber zumindest bei der PC-Version hat es wohl mal angeblich funktioniert, aber bei mir halt nicht. Von Anfang an nicht, ne? Also, GameStar hat das wohl ausprobiert. Und, ja. Mehr ist hier nicht. Doch, hier können wir auch noch hoch, oder? Ne, da kommen wir direkt nach oben. Ganz nach oben. Der Hund, der hört wieder irgendwas. Also für Action. Ja, obwohl es unter der Woche ist und am Vormittag. Ja, der Vorteil ist, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, da hat man das öfteren mal... So gleichzeitig natürlich einen Nachteil, ne?
unter der Woche frei. Ja, das ist natürlich ganz cool. Da kann man wenigstens auch mal so Ämtergänge machen oder sowas. Na, das bietet sich dann mal ganz gut an. Oh. So. Aber hier scheint jetzt erstmal nichts weiter zu sein, Leute. Also ich glaube, ich habe hier alles mitgenommen. Wenn es jetzt auch nicht viel war, muss ich sagen. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Gut. Aber das war's dann. Dann gehen wir an die Oberfläche. Wo stand denn das eigentlich nochmal mit den Schreien? Wie viele Schreine man schon hat? Irgendwo stand das doch auch mal, ne? In der Statistik oder was? Oder wird es einem angezeigt im Ladebildschirm oder so? Leute. Wahrscheinlich im Ladebildschirm, ja. Das wird es einem immer angezeigt. Gut, egal. Apropos Ladebildschirm, ne? Müssen wir eh gleich machen. Also aktivieren den Ladebildschirm, um hier rauszukommen. Ja, ich will an die Oberfläche eigentlich. Gut, hier haben wir erstmal alles gemeistert soweit. Joa, wo gehen wir denn da hin? Vor Schreck, Leute. Erstmal zum Stall wieder. Zum Kleeblattkurier. Ja, ne? Ja, machen wir das erstmal. Weil die Quest haben wir ja erstmal erfüllt, die letzte Quest. Weil wir den Stall gefunden haben, da in der Gerudo-Schlucht. Ne? No. Können wir hier erstmal weitermachen mit der Quest. Wir wollen ja endlich die Rüstung haben. Dann haben wir das nächste komplette Set. Also eins hatte ich ja schon davor, ne? Ich habe jetzt zwar gesagt, dass meine erste Rüstung wäre oder so. Und in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das gesagt. Meine erste komplette Rüstung. Dieses Set hier, ne? Das Unheilsreiter-Set. Aber ist ja nicht so. Ich habe ja noch eine andere Rüstung. Genau. Ah, nämlich die hier, die Geisterrüstung, ne? Die ist natürlich auch vollständig. Ja. Gut, aber jetzt winkt uns vielleicht die nächste Rüstung. Die war vollständig. Aua, oh, ach so, hier sind Dornen. Verdammt. Wo war denn der? Da ist er. So unscheinbar, ne? Mitten der schönen Schneelandschaft hier. Wobei der Schnee hier so ein bisschen allmählich auftaut, ne? Das sah ja schon ganz anders aus. So. Oh, er ist auch hier. Grüß dich, mein Retter. Ich wette, du sprichst mich deshalb an, weil du das Geheimnis des Schatzes nochmal hören willst, oder? Also selbstverständlich kein Problem für dich, immer gern. Ich habe dir schließlich meine Freiheit zu verdanken. Freizeit aber doch. Die Legende zufolge soll der Räuber Ramda für Abenteuer in kaltem Klima ganz besondere Kleidung genutzt haben. Und diese soll irgendwo hier in Heba versteckt sein. Ausnahmsweise verrate ich dir auch noch, dass ein Stück davon angeblich nordwestlich von hier in einer Höhle am Ukosee zu finden ist. Ukosee. Waren wir da schon oder würde das denn nicht mehr sagen? Wenn du mir das gute Teil jetzt einfach schnell wegschnappst, dann muss ich damit leben. So will ich auch sagen. Die Ehre und das Schatzsuchen gebietet, dass man dem ersten Finder sein Anrecht nicht absprechen darf. Oh. Am Ukulusee war ich da nicht schon? Ah, Link, so früh am Morgen schon bei der Arbeit. Wie läuft's denn so? Verstehst du dich mit Pain? Immer noch nicht. Hast du Pain aus den Augen verloren? Ja, weil der mal abhaut, der Typ. Er sollte sich jetzt gerade am neuen Stall von Maritta umhören. Was ist denn der? Der liegt hinter dem Kartografierturm, östlich von hier. Mhm. Der Stall von Maritta war ursprünglich woanders, aber als die neue Straße gebaut wurde, ist er auch umgezogen. Und das hat sich als goldrichtig erwiesen, denn seitdem brummt das Geschäft. Ich weiß nicht, was genau Payne dort wollte. Er sagte nur, ein Vögelchen hat mir was gezwitschert und flog los. Das sagt er irgendwie immer. Ja, ja, das sagt sie sowieso. Danke übrigens für die Gehaltserhöhung. Die gab's ja, ne? Mittlerweile. Oder auch Zeit. Davon ab. Wir haben uns ja als zünftiger Mitarbeiter mehr oder weniger schon bewiesen, ne?
Also ist das mehr oder weniger gerechtfertigt. Ja, eigentlich mehr. Weil wir machen ja die ganze Aufklärungsarbeit, ne? Paynes Beitrag ist da, naja, so eher so meh. So, aber ich würde mal sagen, dann mache ich mich erstmal daran, die Rüstung zu finden. Ne? Okulusi hat er gesagt, aber da habe ich schon alles freigeschaltet, ja. Also der meint das, was wir schon gefunden haben, oder was? Ja, ja. Wahrscheinlich war der mit die Maske gemeint. Weil die haben wir hier gefunden, diese Vogel, diese Orni-Maske, ne? Gut, das ist natürlich irritierend, ne? Wenn die Quests dann immer noch quasi aktiviert sind bei den Charakteren. Bei den Questgebern. Obwohl man schon alles längst gefunden hat. Gut, aber egal, Leute. Dann machen wir weiter. Maritta. Maritta-Stall. Oh Gott, was hat sie gesagt? Maritta-Stall. Der jetzt wer? Habe ich den denn schon freigeschaltet? Bestimmt, ne? Also hoffe ich mal. Stall des Waldes. Das kann ich hier ewig rumsuchen. Kann auch mal fragen. Ich spreche es nochmal drauf an. Ich habe mir kurz Gedächtnis, ey. Wie läuft's denn so? Ja, ja. Ja. Kartografierturm östlich von hier. Also direkt hier in der Nähe, ja? Osten ist hier. Hier soll ein Stall sein? Ja, das ist er. Okay. Auf zu Maritas Stall. Damit zu Pain. Den haben wir ja schon freigeschaltet. Okay. Bisher mussten wir auch nur einen Stall finden, ne? Alle anderen haben wir schon gefunden. Also den Gerudo, den hat man natürlich noch nicht entdeckt. Weil, ja, da haben wir auch noch nicht die Quests gemacht, die Hauptquest, diese Dungeon-Quest. Mal gespannt, was da auf uns wartet, Leute. Werde ich natürlich auch, sobald ich hier die Quest erledigt habe, angehen. Dann mache ich mit der Hauptquest weiter. Ach, da ist er ja schon. Ja, die fahren die Vögelchen, die mir mal alles zwitschern. Ja, eigentlich macht der gar nichts, ne? Die meiste Arbeit machen diese Vögelchen da. Die legen ja eigentlich schon den Grund so, ne? Und er übersetzt es für uns. Naja, immerhin. Er ist der Übersetzer. Vorsicht, Kollege. Gerade bei Regen sind die kleinen Vögelchen schnell verschreckt. Ja, sorry. Dass gerade jetzt ein interessantes Gezwitscher in der Luft liegt. Ich hoffe mal, du hast alles mitbekommen. Ich will ja keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Nein. Aber es heißt, dass Prinzessin Zelda auf einem Monster geritten sein soll, nicht wahr? Das Monster soll scharfe Beißer gehabt haben und so riesig wie ein Berg gewesen sein. Es war das erste Mal, dass meine kleinen Kundschafter eine solch entsetzliche Kreatur erblickten. Außerdem fügte sie hinzu, dass es wirkte, als stünde dieses furchtbare Wesen unter Kontrolle der Prinzessin. Ah, ist vielleicht wieder eine Falle der Jäger, ne? Das finde ich ja jetzt. Ich kann nicht glauben, dass es eine solche Kreatur wirklich auf der Welt geben könnte. Nee, echt nicht? Hier gibt es doch alle möglichen Viecher. Aber wenn es nun doch ein Monster ist, dann wäre die Titelseite nicht groß genug für einen Bericht. Ja, dann machst du halt mehrere. Da fällt mir ein, einer der Gäste in diesem Stall hatte etwas von einer unbekannten Kreatur berichtet. Ach so, jetzt weiß ich, die meinen diese Tiere, diese friedlichen, diese fast schon, ja, diese für ausgestorben hielten oder so, ne, keine Ahnung. Hier meine Vögelchen zugezwitschert haben, soll sie in der subtropischen Region im Süden, ja, genau, da war ich doch schon. Am schnellsten gehen wir der Sache auf den Grund, wenn wir bei verschiedenen Stellen etwas herumfragen. Ja, genau, das ist geil jetzt, ne, das war, weil wir schon da waren, ne, es war ein Dongo, genau. Wir kennen ja die Kreatur. Was? Du hast rausgefunden, was für eine Kreatur selber geritten ist? Ja, aber die sind ja keine... Also ganz friedliebend auf jeden Fall. Vielleicht sind es Monster, ja, aber... Ausnahmsweise mal friedlich, die ja nicht sofort attackieren und seinen erblicken. Ein Dongu, eine bisher unbekannte Art. So, sowas ähnliches hatte ich schon vermutet. Wir brauchen aber unbedingt noch mehr Details, damit eine Story daraus wird. Könntest du organisieren, dass ich mit dieser Pflegerin treffen kann? Dass ich mich mit der... Die dir das erzählt hat? Oh Gott. Muss ich alles organisieren. Ich würde diese Wesen gerne mit eigenen Augen sehen. Aus der Vogelperspektive quasi. Ja gut, das ist geil. Der Spruch war nicht schlecht. Dann treffen wir uns direkt im Reservat, ja? Ich verlasse mich auf dich, Kollege. Ich mache hier meine Notizen.
Ah, den Gast muss ich jetzt nicht mehr weiter drauf ansprechen, oder? Oh. Wir haben ja schon ein Foto gemacht von der Kreatur, oder? Ah. Genau, die Geoglyphen, ne? Ja, die habe ich doch fotografiert, oder? Ja. Oder habe ich die nicht fotografiert? Doch, 100 pro habe ich die fotografiert. Na? Oder auch nicht. Achso, die zu der Monster-Quest, zu der einen, ne? Nö, ich habe die echt noch nicht fotografiert, okay. Aber jetzt müsste ich jetzt einen Ballon zusammenbauen. Oh. Kengis, nee, Terry. Kengis war der andere. Pell Patchett. Kaufen. Pfeile, ne? Ich weiß ja schon, was wir wollen. Alles. Ja, so lecker jetzt. Wir brauchen Pfeile, Mann. Ich habe ja so viel verschossen hier. In den tieferen Regionen dieses Landes, ha? Gut. Ja. Bye, bye. Okay, müssen wir den Windschuss auslösen, sonst lässt du uns nicht in Ruhe damit. So, okay. Naja, nee, das mache ich jetzt nicht. Oh, der Bogen ist doch schon stark beschädigt, leider. Joa. Na, wo waren die tropischen Gefilde hier? Hier nicht, da müssen wir mal noch hin. Ich glaube, hier ist der Dekobaum. Oder nicht? Offenbar waren wir da schon, oder? Nee, kann ja nicht sein. Da war ich 100 pro noch nicht. Da ist, glaube ich, der Dekobaum. Da ist unser Pferd. Wo waren denn hier die tropischen bzw. subtropischen Gebiete? Aber eher subtropisch. Ja, wo sind die Tropen, wenn es hier nur... Wenn es Subtropen gibt, dann müsste es rein theoretisch auch Tropen geben, ne? Hier. Also dass es ein echtes gibt, das ist mir schon klar, ja, aber ich rede jetzt von Hyrule, ne? Mehr von... Wo war denn das hier, ey? Leute. Kann man das hier an den Bäumen so ein bisschen erkennen? Ja. Die sahen halt so palmmäßig aus, ne? War das hier? Ja, hier könnte es sein. Ja, hier, wo die vielen Wasserfälle sind. Hier ist das, okay. Und hier ist auch der Stall am See. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Na, dann schauen wir mal nach. Hm. 92 Schreine haben wir. Oh Gott, da fehlt ja ein bisschen was, ne? Nicht mal 100. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir noch so viele Schreine finden müssen. Aber gut, viele sind versteckt in irgendwelchen Höhlen, ne, wo wir noch nicht waren. So, aber erstmal geht's hier zum Stall. Wahrscheinlich ist unser Freund schon längst hier. Also Freund in Anführungsstrichen. Zwangsfreundschaft, so, ne? Wie sagt man? Na, es hätte ein Kollege. Na? Hier waren doch die Biester. Hey, was greifst du mich an? Wollt ihr Rüstung tragen? Was hat er da Angst? Oh, ja. Haben wir gerade gekauft bei dir. Können wir jetzt nochmal kaufen? Wie schnell bist du hergekommen, Junge? Kannst du dich auch teleportieren? Anscheinend. Alles kaufen. Ja, wenn du schon mal hier bist, dann... Was soll das? Okay, jetzt. Nee, Quatsch, ich wollte alles kaufen. Gut, dann ist der Laden leer. Oh. Macht nichts. Ja, also man braucht sich ja nur von Stall zu Stall zu bewegen. Ach, da drüben waren die Biester, ne? Was sind das für Affen hier, die da rumschreien, ne? Da wird denn der Pain sein, guck mal an, ne? Ist der schon drüben? Also die Kreaturen sind da. Ja, macht mal jetzt mit der Bewegungssteuerung. Ne, er ist nicht da, das ist nur die Hüterin.
Seltsam, warum ist denn Payne nicht da? Wie kam ich da nochmal hin, Leute? Na gut, ich könnte rein theoretisch mit der Rüstung. Oder können wir auch ein bisschen klettern, ja. Oh Gott, hier geht's ja steil runter. Naja, ich lande eh auf dem Boden. Oh je. Schaffen wir das? Wollen wir mal springen? Oh nee, das kostet zu viel Energie. Leider. Oh, ich frag mich, wann endlich der Elden Ring DLC kommt. Ja, gab ja Gerüchte, dass es schon in diesem Monat sein wird. Also, wenn ihr das Video hier seht, ist wahrscheinlich noch Februar. Ich nehme immer so ein bisschen im Voraus auf, ne? Vielleicht bin ich da mittlerweile schon klüger. Ne? In der Zukunft. Weil die darf ich gar nicht mitnehmen. Stimmt. Weil die Viecher das fressen, das Zeug. Ja, die Dongos, ja. Dingos kenne ich ja, aber Dongos kenne ich nicht. Die Schlangentöter, die Dingos. Nee, war nicht die? Oder die Ver. Ach, jetzt kommt er. Siehst du mal, wir sind zu spät hier. Vogel, wo ist er denn? Huch, achso, der kommt dann in einer Sequenz. Mal einfach weiter drücken. Ja. Jetzt verstehe ich. Bei dem seltenen Tier handelt es sich um einen Dongo. Und auf einem solchen ist Zelda geritten. Die Prinzessin hatte es sich zum Ziel gemacht, diese Tiere zu erforschen. Gerüchte sind eher mit Vorsicht zu genießen, nicht wahr? Jo. Sag ja. Dass diese Monster scharfe Beißer haben und groß wie ein Berg sind, war letztlich auch Unfug. Jo. Ja, groß sind sie. Wir Reporter müssen Acht geben, dass wir nichts Falsches berichten. Macht da nichtsdestotrotz. Ja, trotzdem. Ja, also, weiß doch, gemoppelt. So, Kollege, damit sind wir nun 12 Gerüchten und Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Also wird schon mal ausgeschmückt, so ein bisschen, ne? Also zugunsten der, ja, der Titelseiten und so, ne? Klar. Man möchte ja auch Leser anlocken, logischerweise. Also das kann man schon verstehen. Und gerade im Internet passiert das ja sehr krass. Ne? Da sieht man das ja in der heftigsten Form. Da wird das ja noch ein bisschen ausgeschmückt. Na klar, sonst klickt man nicht drauf. Ne? Man denkt, oh, na gut, das ist ja jetzt nichts Besonderes so, ne? Dann wird halt was anderes gebracht hier. Dann sagt man nicht, meinetwegen jetzt Nintendo, ne? Die neue Switch wurde ja verschoben irgendwie. Wenn es denn, wenn die Switch heißen wird, weiß ich ja nicht. Also vielleicht denkt sich Nintendo auch, mit der Wii U haben wir uns ja so ein bisschen in Nesseln gesetzt, ne? Dann werden wir vielleicht doch die nächste Konsole nicht Switch nennen, sondern wieder uns was anderes ausdenken. Dann wird das vielleicht eher gekauft oder so. Ne? Sonst verwechseln die Leute das mit der Switch 1, die Switch 2 oder so. Ne? Obwohl man Switch 2 nennt. Bei der PlayStation war das nie ein Thema. Also jeder wusste, was die PlayStation 2 ist. Ja? Dass das die neue PlayStation ist. Einfach nur eine 2 hinten ranhängen und dann war's das. Also vielleicht wäre das wirklich die beste Methode. Den Nintendo mal drüber nachdenken. Aber gut, Nintendo DS oder so hat sich ja auch verkauft. Also, naja, ich schweife ab. Die kleinen Vögel Switch hatten nichts mehr. Dies muss das letzte Gerücht um. Ah! Leute! Ich glaube, wir kriegen die Rüstung. Ich werde Kletis alles berichten. Also Nestikchen. Noch ein letztes Mal. Hier ist dein Lohn. Oh, 300 kriegen wir. Oh, auch in ganz Hyrule gibt es wohl keine anderen Reporter, die so gut verdienen wie wir. Wir müssen die alle verhungert sein. Dann erkennt man deutlich, wie sehr du von Kletis, von unserer Zeitung noch wertgeschätzt wirst. Aber ich fürchte, unsere Jagd nach Neuigkeiten ist vorbei. Was? Ich habe wohl irgendwas im Auge. Was hatten wir doch für einen Spaß, Kollege. Nein. Jetzt muss ich nur noch zum Kleberkurier zurückkehren und Kletis berichten, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und deine Erkenntnisse zu einem Wahnsinnsartikel verarbeiten. Also dann, Abflug! Cool. Was für seltsame Tiere. Okay, auf der Suche nach der Wahrheit, das hat sich wohl ja geschafft, genau. Geschafft. Sehr schön. Cool, Leute. Oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Ich werde mich aber eh gleich weg teleportieren. Ja, genau, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also, da steht dann meinetwegen,
Ja, ihr werdet sehr enttäuscht sein, ne, hinsichtlich der Switch. So, ne, sinngemäß steht das denn. Wenn man dann draufklickt, dann steht das halt mit der Terminverschiebung. Na, mein Gott. Na, ist es halt so. Sollen sich halt die Zeit nehmen. Aber erst lockt man natürlich die Leute damit eher an, ne, wenn man so einen reißerischen Header oder so herausbringt. Ne. So. Ja, hier war das. Na, mal sehen, ob wir jetzt die Rüstung. Natürlich kriegen wir jetzt die Rüstung. Also alles andere würde mich wundern. Oder da passiert irgendwas beim Kleeblatt-Kurier. Das könnte natürlich auch sein. Die machen jetzt zu, die Bude machen sie dicht vielleicht, ne? Und dann ist das wieder ein Stall. Passt auf. Wäre auch interessant, ne? Weil es keine Neuigkeiten mehr gibt, angeblich. Über die es sich zu berichten lohnt. Hallo, der Held ist hier noch unterwegs und versucht die Welt zu retten. Also vielleicht wäre das mal sinnvoll, wenn Payne darüber mal berichten würde, ne? Was ich alles für Taten vollbringe hier. Und dann regelmäßiges Einkommen natürlich, ne? Also wenn das so Hand in Hand ginge mit dem Kleeblatt-Kurier, das wäre natürlich super, ne? Also, ja, das würde ich mir wünschen. Hätte man eine regelmäßige Einnahmequelle hier. Aber ich glaube, das können wir nicht erwarten. Das Maximum, was wir erwarten können, ist die Rüstung. Und damit wäre ich ja schon zufrieden. Okay, wenn wir ehrlich sind. Unser Reporter-Ass ist zurück. Na, endlich. Ich habe schon von Payne alles erfahren, Link. Wir sind alle so erleichtert, dass du die Wahrheit hinter den Gerüchten über Prinzessin Zelda herausgefunden hast. Unsere Zeitung verkauft sich in so großer Auflage wie noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gehaltserhöhung. Und Belohnung sowieso, ja. Das klingt auch immer gut. Das ist Musik in meinen Ohren. So, du bist das Warten wohl langsam leid. Also genug der Vorrede. Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Gut, die Krötenrüstung haben wir damit. Komplett. Na, was sagst du? Nicht übel, oder? Damit rutschst du nie wieder von einer nassen Wand. Ach, ist das geil, Leute. Ist das nicht cool? Letztlich haben wir also nichts über den Verbleib von Prinzessin Zelda herausfinden können. Stimmt. Eigentlich sind wir gescheitert, ne? Auf ganzer Linie. Aber ich werde es dich wissen lassen, wenn es neue Nachrichten gibt. Also, setze ruhig deine Reise fort, Link. Da er so lange so hart gearbeitet hat, habe ich Payne für die nächste Zeit bezahlten Urlaub genehmigt. Ich habe ihn gefragt, ob er dir nicht sagen wolle, wo er ihn verbringt. Aber da hat er einfach mitten im Gespräch Abflug gestammelt und weg war er. Tja, vielleicht ist er einfach nicht gut daran, seine Gefühle zu zeigen oder so. Ja, der sagt dann halt was im Auge, ne, obwohl er heult. Weil er so gerührt war von, ja, von unserer Zusammenarbeit. Und dass sie jetzt leider enden muss. Ah, ja, gut, das haben wir schon einmal gelootet, deswegen ist da wahrscheinlich nichts mehr drin. Ja, verdammt. So, Leute, na, was sagt denn die Zeit? Ist es denn schon soweit? Ist es dann schon zu Ende? Joa, würde ich sagen. Na, die Folge können wir jetzt beenden. Das ist kein Problem. Was haben wir denn da? Den Tanzzapf, den berühmten, haben wir gefunden. Okay, Leute. Also, dann machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Sind bye bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann und vielen Dank fürs Zusehen.